Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Heute haben wir den 1. Dezember. Ja, das heißt, Mila kann endlich ihr erstes Säckchen am Adventskalender öffnen. Ich glaube, sie kann schon seit 3 Tagen nicht ruhig schlafen, weil sie sich so drauf freut. Ich bin etwas erkältet, ich weiß nicht, ob man es hört. Der kleine Mann hier ist auch schon eine Weile wach und nimmt hier alles auseinander. Ja, jetzt rutscht du von Mamas Bein. Ja? So, und Jari hat jetzt hier auch sein Trofastregal. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Vlog erwähnt hatte, dass wir genau das hier wollen. Ja, finde ich richtig cool. Jetzt hat er hier so ein paar Spielsachen stehen und können sich hier auch mehr beschäftigen, ne? Das wird nach und nach. Du willst wieder in die Kamera, ich weiß. Ja, jetzt will ich ihn mal eben umziehen, weil er immer noch im Schlafsack steckt. Und ja, dann wollen wir mal warten, wann Mila aufwacht. Jetzt haben wir es nämlich 7:15 und sie endlich das erste Türchen öffnen darf. Hier in dem Regal ist natürlich jetzt noch nicht so viel und steht noch nicht richtig da, wo es stehen soll. Weil die Kommode muss ich noch leer räumen, dann kommt die weg und kommt das Regal hier richtig an die Wand. Und ich habe jetzt von Mila diese Kugelbahn hier auf jeden Fall rübergeräumt, weil da spielt sie nicht mehr so viel mit. Und dann hat er hier schon ein paar Sachen stehen. Und ansonsten sind das so Sachen, die wir noch vom Dachboden mit runtergebracht haben. Da hat Mila damals auch schon mitgespielt. Das ist so eine Holzeisenbahn, die hat mein Opa damals selber gebaut und ganz viele Holzklötze. Das lasse ich jetzt hier auch erstmal stehen und Mila hat die Kissen da reingeräumt. Ja, ansonsten, die Holzklötze hatte er ja schon. Ja, es wird sich ja nach und nach dann auch noch füllen. So, junger Mann, einmal fertig machen für den Tag. Willst du die Kugel wieder halten? Bitteschön. Ja, guck mal bei deinen Büchern durch. Ist was Schönes dabei? Was soll es sein? Und soll ich dir das anmachen? So. Oh. Toll. Ein Küken. Weil das nur für Kinder ist. Und für Erwachsene. Wer weiß, vielleicht ist ja auch mal ein Säckchen für uns. Meinst du nicht? Danke. Geh sie mal hier hin. Dann kannst du das eben auch machen. Ich kann so meinen Termin halten, aber so festhalten, dass es nicht aufgeht. Mein Hund. Willst du den hier auch machen? Na, was ist drin? Spannend, Mila. Oh, was kann das sein? Zauberteig! Das ist Zauberteig. Sowas wie Zauberknete. Knete. Guck mal, kannst du hinten rauf gucken, was das alles kann. Kann das durchschneiden, das kann hüpfen wie ein Flummi. Das kann so auch so glitschen, ne? Ja. So. Ich will damit jetzt kneten. Ja, warte. Julian fährt Mila gerade zur Kita und ich habe gerade noch mal eben Bücher runtergeholt. Die werden gleich abgeholt. Die hatte ich nämlich zu verschenken reingesetzt bei eBay Kleinanzeigen. Aber ach so, ein Buch liegt da vorne schon. Gott sei Dank, es waren doch 4. Das sind so Bücher, die Mila nicht mehr liest und die sie auch nicht so gern gelesen hat. Und von daher heben wir die jetzt auch nicht auf und ja, gehen sie an ein anderes Kind. Jaris Lätzchen nochmal eben wegpacken. Dann ist auch wieder hier alles verstaut. Julian hat schon unsere Adventskalender runtergeholt. Da bin ich gleich sehr gespannt, was für eine leckere Praline wir haben. Ich finde, dieses Jahr sah die sehr ansprechend aus. Bin ich sehr gespannt. Ich hoffe natürlich auf schöne Gutscheine, aber mal sehen. Was machst du da? Hast du das Armband von Mila gefunden? Toll. Für ihn ist aber auch gleich schon wieder Schlafenszeit, weil er heute auch ein bisschen früher wach war. Also gegen 9, denke ich mal, werde ich ihn wieder hinlegen. Ich werde jetzt aber noch eben warten, bis die Sachen abgeholt werden. Also ich hoffe, dass sie pünktlich abgeholt werden. Bei eBay Kleinanzeigen ist das ja, finde ich, immer so eine Sache oder so eine Glückssache. Aber ich gehe mal davon aus, dass das klappt. Und du gehst mal hier bitte nicht an die Schublade, statt. Hier in der Küche muss ich gleich auch nochmal richtig das Schiff machen. Biomüll will ich gleich rausbringen. Ich muss den Geschirrspüler noch ausräumen und generell hier oben wegräumen. Aber ich will mir nochmal eben schnell ein Latte Macchiato machen. Ha? Tut das Zähnchen weh? Machen wir zusammen einen Kaffee? Ja. Gibst du mir? Noch ist nichts drin.
Man sollte meinen, man findet ja eins schneller. So groß ist das Ding noch gar nicht. Ah, ich hab sie. Es wäre ja mal viel besser, wenn die Dinge auch unterschiedlich sind. Das klingt richtig gut. Das klingt richtig gut. Apfelzimtgeschmack und Butterkeksbrösel. So, und als nächstes hätte ich gern den 1000 Euro Ikea-Gutschein. 100 würden mir schon reichen. Ja. Das war schon mal ganz lecker. Jetzt machen wir uns richtig Frühstück. Ja, jetzt habe ich nämlich Bock, alles aufzuessen. Einmal alles öffnen. Ja, da sind schon leckere Sachen bei. Mandeln-Nougat mit Haselnusskrokant. Ja, habe ich auch gerade diese Stange. Das sieht echt gut aus. Das ist auch lecker hier oder sowas. Ja, sind schon schöne Sachen dabei. Zimtpraline. Toffee Crisp. Ja, oder Mandelnusssplitter. Wenn Jari dann wieder wach ist, wollten wir nach Euthen fahren zu Jawoll. Wir wollten da immer durchstöbern. Das ist sowas wie Zimmermann. Ich weiß gar nicht, ob es das überall gibt. Jawohl, das ist sowas wie so ein Sonderposten. Ja, so Sonderposten da an, genau. Früher gab es in Achim gab's früher einen Laden, das war auch noch, da war ich noch jung und knackig. Da hieß der Laden Rudis Reste-Rampe. Ja. Immer schön so Rudis Reste-Rampe. Das war auch mal geil. Ja. Wir sind jetzt hier im Sonderpostenladen und Julian hat einen schönen Rucksack gefunden. Steht dir gut, Schatz? Ja, wir werden jetzt mal weiter gucken, ob wir noch ein bisschen Kitsch an Weihnachtsdeko finden. Nein, eigentlich haben wir genügend. Wir gucken einfach jetzt mal durch. Und gut, dass wir ohne Mila da sind. Die hätte sonst gefühlt alles haben wollen. Julian möchte hier einmal bei den Spielsachen gucken. Mhm. Ja? Guck mal, Tischtennisbälle. Damit haben wir ja früher mal Rauchbomben gebaut. Womit? Rauchbomben. Wir haben immer die Tischtennisbälle in Alufolie eingewickelt. So mit dem Finger, so einen kleinen Kanal gemacht quasi. Wo der Rauch dann rauskommen konnte. Nee. Und dann vorne am Ball angezündet und bei der Alufolie und dann... Mensch, nee, kenne ich nicht. Jari, was gibt's hier alles? Wo ist Papa hin? Einmal hinterher. Was kostet das überhaupt? 3,99. Okay. Nimm das hin, mein Jung. Nimm das hin, mein Jung. Nimm das hin, mein Jung. Jari hat gerade schon so gelacht, Jön hat da einmal drauf gedrückt. Fand er gut. Hier musst du auf die Knöpfe drücken. Ich hoffe, man kann das auch aufstellen, ne? Wenn uns das ein bisschen zu viel wird. Ja. Wir sind gerade wieder dran. Julian holt gerade die Einkäufe oder das, was wir geholt haben. Und Jari ist, glaube ich, jetzt im Auto eingeschlafen. Den müssen wir jetzt mal nach oben tragen. Ich habe gedacht, vielleicht schaffen wir es noch bis zu Hause, aber hier meine... Das sind nicht deine. Unsere Gabaletten. Das hat ja wieder gut geklappt. So, dann mache ich mich jetzt auf jeden Fall auf dem Weg direkt Mila abholen. Und Julian, wir können die Einkäufe ausräumen. Wir haben jetzt so 90% haben wir eigentlich nur Essen gekauft. Du, haben wir nur Essen gekauft? Das ist nicht mal Essensmüll. Nur Snacks. Also, Snacks. Das Kind doch beim Namen. Nein, Snacks. Wir sagen Snacks, okay? Okay. Wir haben hier Weingummi gekauft, Schokolade. Wobei hier, ganz nützlich, Klebeband, Kinderpunsch, Spekulatius. Aber auch wahrscheinlich das Gesündeste. Vogelfutter, nee, das. In Herzform. Haben wir echt ja, ein bisschen was geholt. Wie heißt die? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Sagt man, nee. Ich versuche es einfach gar nicht auszusprechen. Soße. Diese scharfe Soße, die kennt man ja aus Thailand. Ne? Das ist glaube ich, eine thailändische Soße. Ja? Ja, das weiß ich nicht. Wollen wir beides nach draußen hängen oder erstmal nur sowas, Mila? Weißt du, was ist das? Eine Kokosnussschale. Das ist von einer Kokosnuss. Und was ist das? Das ist ein Körnerherz. Wo müssen wir gucken, ob wir das hier im Baum hängen können? Und das. Das können wir rauslegen. Rauslegen? Vielleicht können wir es irgendwo ranhängen. Müssen wir mal schauen. Ja, wir hängen jetzt ein bisschen was für die Vögel raus. Das ist einmal so eine halbe Kokosnuss mit Mehlwürmern. Also in der Kokosnuss drin ist das reingefüllt. Das, was Jana auch gerne privat macht.
meine Leibspeise. Komm mal hierher, Mila. Mmh, oh, lecker. Heute gibt es mir wieder halbe Kokosnuss gefüllt mit Mehlwürmern. Endlich wieder mein Lieblingsessen. Hier ist ein guter Platz, weil da gucken die von oben von da und dann sehen die das. Oh, ich fliege mal runter und esse das. Ja, aber wir können oder das doch auch hier. In Schuh. Nee, nicht in Schuh. Komm, wir hängen das. Nein, lass mal, Schatzi, wir hängen das in den Baum besser. Okay? Ich will jetzt wieder rein. Ja, du gehst rein und du sagst mir, wo ein guter Platz ist zum Aufhängen. Neben dem Vogelhaus, Mila. Ja, neben dem Vogelhaus. Daneben ein guter Platz. Hier lieber, weil hier ist nicht so krank. Cinderella. Das hängen wir mal hier ran. Das ist noch so ein altes Vogelhaus. Ich glaube, da hängt es ganz gut. Ich habe jetzt gerade mal unsere Bastelsachen runtergeholt. Wir wollten mal gucken, ob wir irgendwie so Sterne fürs Fenster basteln können. Ich habe gedacht, ich hätte noch so Transparentpapier. Finde ich aber irgendwie gerade nicht bei unseren Sachen. Aber ich habe noch so Tonkarton. Müssen wir mal gucken, ob wir es damit machen können. Wir schauen mal, was noch so in unserer Bastelkiste hier alles drin ist. Daraus kann man auch Sachen basteln. Und so Knete oder was? Ja, und das trocknet dann aber, wenn man das einfach stehen lässt. Dann kann man zum Beispiel Tannenbaumanhänger machen oder ja, alles Mögliche. Ne? Oder ein Hacker. Wir brauchen eigentlich quadratisches Papier. Aber das haben wir nicht, deswegen schneiden wir uns das jetzt einfach so zurecht. Kannst du mir noch einen Bleistift holen, dann schneide ich das zurecht. Wollen wir erst mit Lila machen? Ja. Ja, gut. Fertige Stern. Der muss aber mit trocknen. Ja, mit Transparentpapier wäre es noch schöner, ne? Müssen wir noch mal holen. Aber ansonsten ging das echt ganz gut. War gar nicht so schwer mit den Falten. Kleine Taschenlampe brennt. Bitte schön. Meinen. Ja, kannst du dann in die Zimmertür hängen oder so. Oder an dein Hausbett. Noch mehr Weihnachtsdeko. Oder kann ich damit immer angucken. Mach mal Hand auf. Jari, du auch hier? Jari? Du auch? Guck mal, da? Und Bruno, worauf lungerst du? Es gibt keine Rosinen für dich. Mila, magst du Bruno gleich ein Leckerli geben? Der sieht so traurig aus, weil ihr hier Rosinen nascht. Ich glaube, er möchte auch was haben. Hm? Guck mal, da sind noch Rosinen, Jari. Da. Sitz drauf. Hier. Jari liebt Rosinen genauso wie Mila damals. Mila hat die ersten Rosinen damals so auch in der Krippe gegessen, da war sie auch so 11 Monate alt. Ja, du bist ja auch fast 11 Monate. Mila möchte für heute Abend die Kugeln vorbereiten. Nur ein bisschen, ne? Stopp, das reicht schon. Weil das werden ja ganz, ganz viele und die werden ja ganz groß. Das sind diese, wie heißen die nochmal? Waterbeads. Die sind jetzt so mini, 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 mini klein. Die saugen sich dann so mit Wasser voll. Jetzt stellen wir das ja in die Badewanne und dann gucken wir nachher mal, wie viel Wasser die aufgesaugt haben. Aber guck mal, die sind jetzt schon ein bisschen größer geworden. Hier, wo ist der Deckel? Wenn wir das ausschütten, dann haben wir hier keine Ahnung, wie viele tausend. Jari hat das verdummelt. Aha. Seit wir jetzt die Aquabeats da reingefüllt haben, ist sie da im Badezimmer und rührt. Also ist noch ein bisschen hin bis zum Baden, aber sie ist beschäftigt. Ich hoffe nur, dass sie die Schüssel da nicht umstößt, weil diese Kugeln, wenn die ja, voll mit Wasser sind, die hüpfen überall hin. Also auch natürlich, wenn sie ganz klein sind. Aber so mit Wasser gefüllt sowieso. Erledigt. Super, machst du Licht noch aus? Danke. Ich hab alles erledigt. Und dann werden die groß. Dann passen die immer große. Wie eine Prinzessinnenpflanze. Wie eine Prinzessinnenpflanze? Das passiert dann? Oh, Wahnsinn. Dann werden die groß.
Und noch größer und größer? Ja, so groß wie meine Arme. Und noch darüber hinaus? Ja, so groß. Oh, wow. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. So groß wie das Haus. Oh, habt ihr das gehört? Wahnsinn. Gibst du mir einen Kuss? Kuss? Ja. Mmh. Noch ein Kuss? Noch ein Kuss? Mmh. Sind sehr feucht, aber schön. Ja, und du kletterst schon wieder auf den nächsten Tisch hier. Ja, 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 ja. Du bist ein kleiner Kletter, Max. Ne? Freust dich jetzt? Wow, sitzt du auf dem Tisch? Mhm. Ja. Kuss? Mmh, danke schön. Ja, danke schön. Du bist so süß. An dieser Stelle beende ich jetzt den Vlog. Wie im letzten Vlog schon gesagt, ich werde versuchen, in der Weihnachtszeit einfach so viele Videos für euch zu machen, wie es möglich ist, aber natürlich ohne Stress, so wie es passt. Und von daher wünsche ich euch jetzt schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Und ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Video, meine Lieben. Tschüssi.